Es ist das Jahr 1776. In Hessen dröhnt die Kriegstrommel. Landgraf Friedrich verkauft seine Untertanen für den Krieg der englischen Krone gegen die Befreiungsbewegung ihrer amerikanischen Kolonien. Kaspar! Der Küchenjunge Kaspar Schmeck sehnt sich nach einem besseren Leben. Fressen! Immer nur fressen! Zusammen mit Emmerich, einem ehemaligen Offizier, entflieht er dem elenden Dasein bei Gastwirt Hempel und landet freiwillig bei den Soldaten. In Germany werden Kinder als Soldaten geboren. All right. Tja, Name. Kaspar Schmeck, ich bin ein Freund von Hauptmann Emmerich. Marvelous. Du bist jetzt Trommler, verstanden? Mein alter Freund, Captain Emmerich. Wir haben von Ihrem Ruf schon auf der Gasse vernommen. Den Flicken hier, den hat meine Mama genäht. Mama, Mama. Ich hau ihn, ich beiß. Na, mein Freund schon eingewöhnt? Ach, das ist leicht. Hier ist es ja fast wie bei Hempel. Lass uns erst nach Amerika kommen. Aber dein Hauptmann ist ein Lump. Selber Lump.